So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Ja, und so. Das letzte Mal haben wir Füße und so. Und wir haben Partnerareal bekommen und unseren ersten Partner, nämlich Magnetilo, bekommen. Und noch ein paar Partnerareale gekostet, ist egal. Huch, was ist denn da los? Das sieht nach einem Auflauf aus. Nudelauflauf, nom 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 nom. Bitte helft meinem Freund, bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall, dafür arbeiten wir nicht. Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß, bitte. Hallo, was ist denn hier los? Der Aufruhr hier? Papunga bittet um meine Rettungsmission, aber erfolglos. Nein, oh mein Gott. Seht ihr den da? Den in der Mitte mit der spitzen Nase. Das ist ein Pokémon namens Tingulist. Er hat ein eigenes Retterteam. Ja, das habe ich auch. Aber sein Team ist gierig. Sie arbeiten nur dann, wenn die Bezahlung fürstlich ist. Papunga bettelt um Hilfe, aber das arme Pokémon tut mir leid. Warte! Ui, das ist mal ein Team. Oh, was ist denn? Oh, das ist ja Simsala. Das ist Simsala? Kann es sein, dass du sehr kaltherzig bist? Um den Freund von Papunga zu retten, braucht es einen starken Wind. Eure Blätterventilatoren können problemlos einen starken Wind erzeugen. Es wird nicht schwer für euch sein. Helft diesem Pokémon. Na gut, wir machen's. Krummel, krummel, krummel. Wow, dieser Tingulist hat sofort eingewilligt, ohne Diskussion. Sag mir, wer ist das überhaupt? Was? Das weißt du nicht? Das ist Simsalas Team. Sie sind das berühmteste Retterteam der ganzen Umgebung. Das ist Glurak. Sein Flammenwurf kann Berge zerschmelzen. Und das ist Despotar. Er ist mächtig und stolz auf seinen gepanzerten Körper und seine Großkraft. Das ist ihr Anführer, Simsala. Simsala mag keine körperlichen Angriffe. Er kämpft mit psychischen Kräften. Er ist gesegnet mit einem IQ, mit einem enormen Gehirn und einem IQ von 5000. Over 4000. Es heißt, er hat alles, er hat sich alles gemerkt, was hier auf der Welt geschehen ist. Simsala gibt in diesem Team die Anweisung. Er ist der Anführer. Danke. Du musst mich danken. Es sollte selbstverständlich sein, dass man dir hilft. Wenn dich wieder jemand abweisen sollte, lasse es mich wissen. Pass auf dich auf. Cool. Ich hatte nichts anderes erwartet mit einem Ritter mit Goldrang. Was ist los? Was ist? Nichts. Es ist nichts. Lasst uns gehen. Nani? Wow, ich hatte richtig Angst. Uff. Cool. Wow, me. So müssen wir auch mal werden. Lass uns noch mehr Mitglieder gewinnen und ein Retterteam erster Klasse werden. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann. Kekeke. Gengar. Gengar. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Mi. Flap, 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 flap. Da haben wir wohl wieder Post, würde ich behaupten. Klonk. Ich komme schon wieder mit meinen Aufträgen hier hinterher. Post überprüfen, Rettungsjobs annehmen. Lagern bitte, das ist unnötig. Unwichtig. Nahe Donnerhallhöhle U4. Aber übrigens, der Buchstabe, der da immer hinter den Missionen dahinter steht. Oh, es ist immerhin Level 6. Nehme ich das jetzt mit? Attacken, was kann es denn? Metall Sound, Tackle und Donnerschock. Ja, komm. Wen möchtest du besuchen? Es ist plötzlich ganz zappelig. Ja, zum Team. Ich nehme es einfach mal mit, weil ich es kann. Altareale. Moment, Südebene. Vulkan. Vulkan?
Achso, Glutebene. Ja, okay, hier kann ich die... Aha, aha. Bam, badadam, bam, badadadadam. Gut, hier kann ich wohl... Ach, das... Ja, okay, das sind die ganzen Partnerareale, die ich hier... Tiefgrünberg, die ich hier hab zur Wahl. Zack, Südebene ist egal. Auf nach Feuropi-Basis. Feuropi, wer denkt sich so unbescheuerten Namen aus? Ich find's immer noch total süß, wie das Hydropi hinter mir herhüpft. Und tingelt und hüpft und tingelt und hüpft. Schwarzes Brett, was hast du für mich? Oh, das sind einige. So, Donnerhallhöhle haben wir sowieso noch was vor. Und Stahlberg ist gerade nicht so wichtig. Dann erstmal noch, obwohl. Wir haben noch 5 Dinger übrig. Dann nehme ich einfach die 4 aus dem Stahlberg noch an. Das sind E5 bis 8 Missionen. Also auf Ebenen. Ausüben, ausüben, ausüben und ausüben. Ja. Und dann schauen wir doch mal. Moment. Erstmal das restliche Geld lagern. Nicht, dass das irgendwie jetzt was ausmachen würde. Was habe ich an Items jetzt dabei? Ja, das passt. Geordnet ist es auch. Jo, dann machen wir uns doch mal auf Mission. Gehen wir jetzt erst zum Donnerhall. Oder zur Donnerhallhöhle oder zum... Erstmal Donnerhallhöhle. Donnerhallhölle. Hölle, Hölle, Hölle. So. Ach ja, Magnetilo ist ja dabei. Vielleicht sollte ich das von... ich weiß nicht. Na, mal gucken. Je nachdem, wie sich's hier in der Mission schlägt, denke ich drüber nach, ob ich's drinnen lasse oder nicht. Meine Zeit ist bei 18:51. 18:58. 1:19. Ha, ha. Achso, ich wollte die Missionsziele. Oh, Anwärtersuche. Jetzt kann ich auch... Potenzielle Anwärter, Radfratz, Nidoran und Pfiffchen. Die könnte ich jetzt hier anwerben. Das ist eine schöne Sache, die man hier angucken kann. Was für Viecher in dem Dungeon man rekrutieren kann. U3 rettet Hanhel. Nähe U4 war das, glaube ich. Mit dem Schlafsamen. Und U5. Also U3, U4, U5. So. Ja. Gut. Zack. Und... Tschüss. Ich sollte vielleicht wieder die andere Attacke selecten. Weil Glut ist mir ein bisschen zu schade, die einfach zu verschwenden. Silberblick Tackle, das geht noch. So. Da ist der. Und noch einen Apfel mitgenommen. Die Treppe zur Donnerhallhölle. U5. Ach, da gehen wir gleich runter. Nee, gehen wir noch nicht. Wow. Das ging jetzt schneller als erwartet. Jo, weiter. So. Eine Zielebene erreicht. Ich glaube, hier sollte ich auch wieder irgendwen retten. Zack, Bums. Töt. Töt? Was ist denn Töt? Implosivsamen? Jo, und noch ein Apfel. Also Äpfel habe ich, glaube ich, mittlerweile genügend. Vorerst. Und tschüss. Bams! Und Mi erreicht Level 13 schon. Oh Gott, ist der... Ach, Alter, levelt das schnell. So. Zack. Ja. Pfiffchen. Stirb. Und du willst nicht beitreten. Na gut. Ich glaube, das mit dem Rekrutieren wird auch wahrscheinlicher, je höher der eigene Retterteam-Rang ist. Zack. Oh wow. Du hältst viel aus. Nicht. Tschüss. Alter, sind die schwach. Oder ich bin einfach zu stark mittlerweile. Da ist mein Tunnel, Client, hätte ich fast gesagt. Mein Client. Du hast Tunnel gefunden. Ich möchte es retten, bitte.
So. Nein, ich habe noch weitere Missionen. Jo, ich möchte fortsetzen. Hier müsste auch irgendwo gleich noch die Treppe sein. Und wie viele Äpfel ich hier finde. Ja, scheiß drauf. Ach. Na, Treppe! So. Hier müsste irgendwo der Schlafsamen dann rumliegen. Und, Alter. Zö. Da halt nicht. Okay, da ist kein Schlafsamen. Aber ich hoffe, Nähe U4 heißt, dass es auch wirklich auf U4 rumliegt, weil sonst ist es irgendwie doof. Da ist auch nichts. Plusel hebt 46 Poké-Dollar auf. Also Poké, wie auch immer. Das ist auch kein Schlafsamen. Das ist auch eine Sackgasse. Das ist ein Plusel. Na komm, stirb. Danke. So. Du bist das Plusel mit dem... Oh, hey. Ja, es möchte ins Team aufgenommen werden. Jo, mach mal. Ich möchte ihm einen Kosenamen geben. Ich bin mal kreativ. Und hätte es einfach stehen lassen können. Plu! Der Name Plu ist okay. Yo. Könnte ich jetzt das Viech theoretisch schon wieder direkt zum... Nee. Abschied ist... Es wird nie mehr zu deinem... Nein. Ich würde es gerne einfach zur Basis zurückschicken, aber das geht wohl nicht. Kann ich das mit Bzzzt machen? Nee, kann ich auch nicht. Dann muss ich es wohl mitnehmen. Oh Gott, Level 24 KP nur. Das darf tatsächlich nirgends in den Kampf verwickelt werden, sonst ist es hinüber und kostet mich einen... Okay, Level 4. Donnerwelle! Und kostet mich einen Belebersamen. Das wäre uncool. So. Poké. Da ist ein Viech hinter uns her, oder? Ne, sah nur so aus. Hier ist Sackgasse. Also was heißt Sackgasse? Hier ist Ende und Treppe. Ich will diesen blöden Samen finden. Ich will nicht nochmal wegen dieser Mission hier reingehen müssen. Tschüss. Stirb. Danke. Flap. Flap. Der ist hier nicht. Ich war überall in dem Scheiß, in der Scheißebene. Dann heißt Nähe U4 tatsächlich nicht genau U4. Ach scheiße, ich war in der Ebene drunter nicht überall. Na, bleibst du? Nein, du bleibst nicht da. Zack. Und... Ach, du machst auch wieder Ruckzuck-Keep. Ey. Tschüss. So. Ja, dann muss ich wohl weiter runter. Da halt Höhle U5. 5 mit Ö. Ganz wichtig, dass man 5 mit Ö schreibt. Und tschüss. Und Plu erreicht Level 5. Das Leveln geht Gott sei Dank relativ schnell hier in dem Spiel. So, mit Elekid möchte ich retten. Ja, bitte. Ich möchte dir was geben. Entflieht im Dungeon. Ich möchte aber noch weitersuchen. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo den Schlafsamen noch. Ich meine, die nächste Ebene drunter ist sowieso die Zielebene. Bist du ein Schlafsamen? Nein, ein Implosivsamen. Puh. Und tschüss. So. Du bist auch kein Schlafsamen. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht. Kann doch nicht sein. Du bist auch kein Schlafsamen. Ach, Menno. Ein Voltoball. Tschüss. Und tschüss. Und nochmal tschüss. Danke. Perfekt.
Der Magen knurrt, ja. Wenn der Magen anfängt zu knurren, haben wir übrigens, wenn wir das da rechts sehen, noch 20 von 100 Einheiten vom Magen. Man kann, glaube ich, die Magenkapazität auch erhöhen, aber das ist eigentlich unnötig. Zack. Donnerhallhöhle. Dann habe ich halt die Mission nicht geschafft. Mal wieder, weil ich dieses blöde Item nicht finde. Und mein Beutel ist schon wieder voll. Ja gut. Wir waren heute großartig, ja, das weiß ich schon. Teampartner sucht ein Partnerareal auf. Wenn du Teampartner für das Team aussuchen möchtest, dann besuche sie in ihren Partnerarealen. Speichern! Jawohl, ja! Dann wollen wir doch mal weiter. Keine komischen Träume. Guten Morgen, Mii! Flap, 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 da haben wir neue Post. Ich hoffe ja, dass es mal ein gescheiter Auftrag ist und ich jetzt nicht noch im Stahlberg hochgurken muss. Eine wichtige Sache hier in dem Spiel, wenn die Hauptquest nicht weitergeht, einfach Nebenquests machen. Sonst kommt man nicht voran. Oh ja, Donnerhallhöhle, mal wieder. Ja, meine Fresse, ist okay. Jobliste. Ausüben und ausüben. Nochmal U3, U4, U5. Aber nah U4. Info. Schlafsamen als Talisman gesucht. Bitte hilf mir. Ziel finde Schlafsamen. Ort nahe Donnerhallhöhle U4. Ja, dann gehen wir halt nochmal in die Donnerhallhöhle. Aber erstmal lagern wir ein paar Items. Weil ich schon wieder voll bin. Und ich wahrscheinlich schon wieder viel zu viele Äpfel habe. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 weglagern. Die Amrena-Beeren brauche ich nicht. 3 von den Sinalbeeren kann ich auch einlagern. 2 von den Plosiv-Samen kann ich auch einlagern. Das wird sowas von reichen. Vor allem werde ich sowieso wieder 17.000 Äpfel finden. Nein, danke. Wie viel Geld habe ich? Ja, das lohnt sich schon zu deponieren. Lagern. Ja, alles bitte. Was kann ich für dich tun? Nichts. Du kannst nichts für mich tun. Das ist einfach nur ein Haus. Hat das Dojo eigentlich mittlerweile offen? Wahrscheinlich nicht. Doch, hat es? Das ist das Makuhita Dojo, Jojo. Welches Training möchtest du? Pflanzentraining? Okay. Ich würde gern mal das Stahltraining probieren. Das Training möge beginnen. Stahltraining U1. Ja, so viel dazu. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie tief diese Trainingsebenen sind. Heuler. Ja, schön. Aber die Viecher scheinen nicht besonders stark zu sein. Und Sui erreicht Level 11! Jawohl! Ja, dann muss ich wahrscheinlich trotzdem in dem Dungeon hier Schluss machen. Nein, ich muss Schluss machen! Oh, mein Gott! Oh, wie furchtbar! Au! Du kriegst aufs Maul. Tschüss. Ich gehe aber erstmal nach rechts. Und stelle fest, dass das gar nicht mal so schlau war. Obwohl, naja, gut. Ja, doch, hier ist der Ausgang. Na, passt. Nein! Training! Steinchen? Steinchen? Und Glutchen. Schönchen. Und runter. Wie viele Ebenen hat dieses Trainingszeug? Oh, das ist doch schön. Da kommt doch gleich nochmal ein Glutchen. Und Tschüsschen. Ups, das war doof. Das war auch doof. Wieso geht das daneben? Tschüss. So. Zack. Zack. Und das gleiche machen wir mit dir, mein Freund. Bams und Tschüssensens. Aber apropos Tschüssensensens. Ja, sagen wir mal Tschüssensens, ne? Also dann, man sieht sich. Bis denn dann und see ya.